habe ich ja 90, 85. Hm. Hier hatte ich tatsächlich auch meinen ersten Start. Mein allererstes Testspiel sozusagen in der Ecke. Wir haben nicht sehr lange gelebt. Und wie gesagt, ich hatte nichts getroffen. Ja, und damit moin und willkommen zu einer neuen Runde an Showdown 1896, die neue Version. Neue Map, neue Grafik-Engine, neue Waffen, neue Hunter, neuer wilder Boss. Bullet Drop. Also sehr, sehr, sehr viel neu. Schon so ein Emo. Ist ja schon alles vergammelt hier. Was soll denn das? Die können sie immer noch schicker machen. Auch mal hier draußen. Du hast wahrscheinlich nichts für den Emo, ne? Nein. Ich versuch den mal mit dem Speer zu machen. Na, warte mal, warte mal. Oh ne, da ist ein Fass neben. Da ist ein Fass neben. Weil neben uns sind ja welche. Das klingt alles so nah. Also die Maiskolben sind mir zu eckig. Ein bisschen, ne? Ja. Das wirkt alles ein bisschen billig gemacht hier. Oh ja, da ist ein Vögel hochgegangen, da hinten. Ich glaube, ich höre auch ein Pferd. Ich nicht. Das ist auch schon wieder tot. Aber wo rennen die denn wohl hin? Keine Ahnung. Ich höre nichts mehr. Und eigentlich müssen wir nicht in die Richtung, das ist blöd. Ja, ich möchte auch nicht ein Sandwich landen. Na, dann laufen wir auch weg. Laufen wir in die Richtung. Ja, dann laufen wir halt mal. Oh nein. Warum sieht der mich denn so weit? Na gut, laufen wir runter, genau. Dass man jetzt zwischendurch auch Mücken hört, finde ich ja richtig eklig. Ja. Also dieses Geräusch, das hasse ich ja. Hast du gerade was getötet? Nein. Doch, hinter dir. Nein. Nein, zurück. Nein. Habe ich mir wahrscheinlich eingebildet. Ich dachte, hier wäre was umgekippt. Oh, oh. Voila. Ja. Naja, okay. Ich habe gerade mal getestet, es steht ja tatsächlich rechts unten, wenn man mit einer Waffe zielt, ab wann der Bullet Drop losgeht. Bei meiner zum Beispiel bei 115 Meter. Mhm. Ja, ist auch völlig okay, finde ich. Ja. Aber die kleinen Ruckler zwischendurch, die nerven mich. Hast du die nicht? Wen hörst du? Die kleinen Ruckler, sage ich, die nerven mich. Hast du die nicht? Ich hab keine Ruckler. Okay. Boah. Hier sehe ich ja in Zukunft schon Kämpfe auf uns zukommen. Oh ja, scheiße.
Da? Nee. Ich gehe da gleich mal mit Speer und Ausdauer rein. Oh, da bist du ja. Die sieht immer noch so scheiße aus. Ja. Oh, da kommt sie ja. Nee, werfen will ich nicht. Ist immer noch weiß. Machen wir kurz den Armut hier draußen. Noch weiß. Nein! So. Nicht heilen. So. So. Jetzt kennen wir das hier natürlich auch überhaupt nicht. Wo kann man rausgucken? Wo können sie reinkommen? Keine Ahnung. Also ich habe auch schon eine Runde geschafft. Mhm. Aber das war eine ganz andere Stelle. Na, da bist du mir auf jeden Fall schon mal was voraus. Da sind ja noch mehr, ja. Ich sehe schon kommen, da laufen wir nachher selber rein. Wahrscheinlich keine gute Idee, hier lang zu laufen. Boah, Alter, die Vegetation des hinten ist aber auch teilweise so dicht. Ja. Oh, wir haben Ausgang bei uns. Ja. Mega. Aber leider kein Gegner. Ja, was heißt leider? Ich würde halt gerne einen Kill machen. Ich muss meine 5 Sterne verteidigen. Dr. Schädel. Dr. Schädel, hallo. Naja, immerhin ein paar Deutsche dabei. Hm. Ich glaube, bevor wir gehen, will ich zumindest mal versuchen, auf die Entfernung die Hive abzuknallen, ob das geht. Hier auf jeden Fall nichts kommen. Ja, die anderen scheinen auch runterzulaufen. Safe.
okay. Headshot, kein Problem auf die Entfernung. Dann bin ich beruhigt. Weiter sehe ich eh immer nichts. Ich dachte gerade, das bewegt sich dann neben mir, aber ich glaube, das waren Enten. Mhm. Sind die lauter geworden oder bilde ich mir das ein? Wenn die fliegen? Ich nehme ihn noch mit. Oh. Daneben gehauen. So, ist immer noch safe. Kommt der Immun ja, ne? Komm her, Immo. Schneller! Ach, verdammt. Ja, GG. Yep.